gleiche kühne Fuchs, den ich schon einmal gesehen habe? Ich bin verwundet. Das soll ja eine Lehre sein. Keck, der Sohn des Talerwaldfuchses, wusste, dass er mit seinem von einem Gewehrschuss verkrüppelten Hinterlauf nie mehr jagen könnte. Da die Menschen ihn zum Krüppel gemacht hatten, sollten sie nun auch für seine Nahrung sorgen. Also zog er zusammen mit der Krähe in die Stadt. Gewöhn dich ruhig daran. Gewöhn dich daran. Wäre ich nur geblieben, wo ich war. Ah, in der Nacht wird es ruhiger. Dann kannst du den Müll durchstöbern. Und da gibt's richtige Schnäppchen. Schnäppchen. Und die teilst du dann mit mir. Natürlich. Das hast du verdient. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Und hier ist dein Anteil von meinem. Sieht schon besser aus. Aber nicht für die verletzte Otter, die sich im Weißhirschpark verkrochen hatte. Bist du noch da, Narbengesicht? Ich bin noch da, Otter. Du vergeudest deine Zeit. Und das wirst du schon bald einsehen. Du lachst? Obwohl ich dir gerade den Schwanz abgebissen hab? Nur eine Talerwaldotter würde das tun. Komm schon, gib's zu! Du bist die berühmte Talerwaldotter! Du bist die tapfere Schlange, die Narbengesichts Sohn getötet hat! Gib es zu! Ich krieg dich, das werden wir ja sehen. Nicht, wenn ich dich vorher kriege. Habt ihr irgendetwas zu sagen, bevor das Gericht das Urteil über euch spricht? Oh, ich gestehe, das Wiesel hat es der Otter falsch ausgerichtet. Es ist ihre Schuld. Fieser Typ. Selber fieser Typ. Weißt du, du kannst nicht für einen anderen ein Geständnis machen, Wusel. Das ist nicht erlaubt. Ich bin sicher, wir haben der Otter gesagt, dass es um Narbengesicht geht. Das haben wir doch, oder etwa nicht, Wusel? Woher soll ich das wissen? Weißt du, hohes Gericht, ich überlasse immer ihr das ganze Reden. Das glaube ich sogar. Einspruch, hohes Gericht, Kumpel. Wie kannst du es wagen? Oh, ja, also weiter. Wenn das Wiesel der Otter gesagt hätte, sie soll Narbengesicht töten, hätte sie es getan, Kumpel. Aber sie hat's nicht. Sie hat den falschen Fuchs getötet. Somit ist eindeutig bewiesen, hohes Gericht, diese Wiesel sind schuldig. Oh, das ist nicht fair. Was ist mit der Kronzeugin? Und wer bitte sollte das wohl sein? Die Otter. Wenn deren Wort gegen ihres steht, Kumpel, dann glaube ich bestimmt der Otter. Aber wir haben das Wort der Otter noch nicht gehört. Wo ist denn die Kronzeugin? Wer weiß. Wiesel, ich glaube, du willst nur Zeit schinden. Und da ich auf die Jagd gehen will... Da keine weiteren Beweise vorgelegt werden, wird der Richter das Urteil verkünden. Wegen Fehlinformationen der Otter lautet das Urteil des Gerichts, dass ihr beide an einen nassen Ort gebracht werdet und... Man euch da reinwirft. Freundlich, du solltest doch Wache halten. Anmut wartet sicher schon auf dich. Anmut? Oh ja, die hat tatsächlich auf jemanden gewartet. Aber das war nicht ich. Was willst du damit sagen? Ich habe sie mit Streuner erwischt, dem Sohn von Narbengesicht. Die beiden waren sehr freundlich zueinander. Was? Erbärmlich! Ich habe befürchtet, dass so etwas passiert. Verräterisches Kind. Was hat sie dir denn gesagt? Gar nichts. Und sie ist keine Verräterin. Wenigstens nicht absichtlich. Ach was, ob mit Absicht oder ohne Absicht. Ein Verräter ist ein Verräter. Sie ist verliebt.
Weißt du nicht mehr, wie das damals war, Fuchs? Naja, bei uns war das anders. Wir waren beide Rotfüchse. Dieser Streuner? Streuner ist blau. Du hast versprochen, es ihm nicht zu sagen. Nein, hab ich nicht. Doch, das hast du. Schluss jetzt! Wir sollten davon nichts erfahren. Von Streuner, deinem Freund. Zum richtigen Zeitpunkt hätte ich es dir selbst erzählt. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Du und er kommen niemals zusammen. Wie kannst du sowas sagen? Du hast ihn doch noch nicht gesehen. Das brauche ich auch nicht. Du bist rot und er ist blau. Was willst du denn noch? Wir sind jung. Es kommt nicht auf die Farbe an. Wenn ich vermitteln dürfte, Fuchs, die Liebe ist, wie wir alle wissen, dafür bekannt, dass sie blind macht. Bleib mir weg mit den Spitzfindigkeiten. Sein Vater und ich führen Krieg. Vielleicht bringen die Kinder ja Frieden in die beiden Familien. Bitte verjag nicht noch eins von meinen Kindern, Fuchs. So, jetzt kommen wir also wieder auf Keck zurück, ja? Es tut mir leid. Ich wollte nur sagen, sei nicht zu hart mit Anmut. Du könntest dir ihren jungen Verehrer ja wenigstens ansehen. Ihr seid alle gegen mich. Nein, nein. Soll ich ihn mir also ansehen, diesen... Streuner. Ja, das solltest du. Also gut. Bring ihn hierher. Oh, danke. Danke. Ach, wenn nur der Dachs hier wäre. Die Jungen haben einfach nicht die Ehrfurcht vor dem Eid, wie wir sie hatten. Gut? Dachs? Mauli, alter Freund. Ich bin nicht Mauli, ich bin... Muss ich schon aufstehen, ja? Zeit, um rauszugehen ins Mondlicht und zu jagen im Talerwald. Talerwald? Dachs, du träumst ja. Wir sind im Weißhirschpark. Das Mondlicht spielt mit den Blättern der Bäume. Licht und Schatten, so dass man es kaum sieht, das Schwarz und Weiß im Fell meiner Vorfahren. Dachs, 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 es ist dein alter Freund, der Maulwurf. Maulwurf? Ich kenne keinen Maulwurf. Nur Dachse, meine Brüder und Schwestern. Die müde sind, nachdem sie den ganzen Abend gespielt haben. Sie legen sich nieder, um zu schlafen. Nein, jetzt nicht schlafen, Dachs. Noch nicht. Noch nicht. Ich freue mich, dich zu treffen. Ich mich auch. Streuner, mein Vater weiß von uns und... Ich habe vielleicht etwas ganz Furchtbares getan. Habt ihr eine Otter unter euch? Ja, warum? Hat sie meinen Bruder getötet? Ja. Es tut mir leid, Streuner. Eigentlich sollte sie deinen Vater töten. Also war das gar kein Unfall. Mein Vater hatte recht. Der Tod meines Bruders gehörte mit zu einer Verschwörung gegen uns. Na schön, dann bin ich froh, dass ich es ihm gesagt habe. Was? Was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, wo er eure kostbare Schlange finden kann. Das hast du Narbengesicht gesagt? Oh nein, die Otter hat meiner Mutter das Leben gerettet. Er darf ihr nichts tun. Sie hätte meinen Vater umgebracht. Streuner! Anmut ist nicht glücklich. Liebeskummer? Arme Anmut. Arme gar nichts. Das ist für mich die beste Nachricht des Tages. Fuchs, bist du das? Ja, Mosi. Was ist? Nicht dem Dachs. Ich glaube, dass er stirbt. Du Dachs, alter Freund. Dachs. Ach, Fuchs, du bist es.
Du kommst, um mich zu überreden, dass ich den Talerwald verlasse. Nein. Nein, tut mir leid. Die könnte ich nie verlassen, meine alte Heimat, wo ich geboren wurde. Dax, verzeih mir, dass ich nicht nett zu dir war. Ein Fuchs macht sich Gedanken, dass er nicht nett war. Ich bin wohl schon im Himmel. Dax. Er ist gegangen. Er ist wirklich gegangen. In der Mitte unseres Lebens rafft uns der Tod dahin. Ach, halt die Klappe! Nein! Wohin sollen wir jetzt gehen? Ich erhebe Einspruch! Oh nein, das tust du nicht. Ich weiß nicht. Ich werde ziemlich barsch auf meine alten Tage, findest du nicht? Du bist nicht alt. Noch nicht. Trotzdem, wir müssen alle lernen vom weisen alten Dax, wie man in Ehren alt wird. Ja, er ist für uns alle ein Beispiel. Er wird mir fehlen. Jetzt muss ich wenigstens nicht mehr so tun, als wäre ich mein Vater. Inzwischen hatte der junge Keck, weit entfernt von den kritischen Blicken seines Vaters, angefangen, sich in der Stadt zurechtzufinden. Ich hab dir ein Stück Fleisch übrig gelassen. Warum frisst du es nicht? Ich hab keinen Hunger. Keinen Hunger? Mit dem stimmt irgendwas nicht. Also, was stimmt nicht? Hä? Naja, nur, mir fehlen die anderen Füchse. Ach! Ist das alles? Hier gibt es genügend Füchse. Bald wirst du einen von ihnen treffen. Das hab ich schon. Sie war nicht interessiert. Jetzt haben wir's, ja. Eine See. Eine See. Na ja, die wahre Liebe entwickelt sich nicht so schnell, mein Freund. Kannst du nicht rüberspringen? Nein, ich bin an meinem Hinterlauf verletzt. Du Armer. Naja, was soll's. Hier drin geht mir nichts verloren. Ich wollte sowieso gehen. Was dachtest du wäre in dem Garten? Och, eigentlich nichts. Ich verstehe. Du bist neu in der Gegend, nicht wahr? Ja. Das Jagen fällt mir schwer, also komme ich in die Stadt zum Müllstöbern. Aber wenn du nicht springen kannst, kannst du doch auch nicht laufen, oder? Natürlich kann ich's nicht. Meine Güte, sind wir empfindlich, was? Du wärst auch empfindlich, wenn man dich ins Bein geschossen hätte. Ich könnte dein Bein sein, wenn du es möchtest. Ich bin nicht hilflos. Oh je, entschuldige.
Nein, geh nicht. Es ist nur... Du könntest mir helfen, wenn du willst. Wir arbeiten zusammen. Sie sind unter der Brücke. Du wartest am Ufer. Ich treibe die Ratten auf dich zu. Gesagt, wir können gut zusammenarbeiten? Aber wozu drei? Du musst sehr hungrig sein. Och, das ist nicht für mich. Das ist für meinen Freund. Freund? Eine Krähe. Wir haben eine Abmachung. Wir ernähren uns gegenseitig. Also so etwas Dummes habe ich noch nie gehört. Och. Das macht nichts. Komm mit. Wir gehen zu mir. Ich kann nicht. Warum nicht? Dort ist es viel bequemer für dich. Warm ist es auch. Nein, wegen meinem Freund. Er wartet sicher auf mich. Die Krähe? Ach, ich verstehe. Naja, ganz wie du willst. Ah, eine frische Ratte. Wie hast denn das geschafft? Ich war nicht allein. Die Füchsin, von der ich dir erzählt habe. Ah, ah. Wir beide haben zusammen gejagt. Oh, sie ist so schön, Krähe. Säuselnd wie ein Windspiel. Sie wollte, dass ich mit ihr nach Hause gehe. Warum hast du es nicht getan? Du und ich, wir haben eine Vereinbarung. Richtig und ehrenwert. Richtig und ehrenwert. Ja, sehr schön. Danke. Sehr schön. Genau gesagt, so schön, dass ich jetzt nichts mehr brauche. Du kannst mit deiner Füchsin losziehen, wenn du willst. Du brauchst mich nicht mehr zu ernähren. Oh, danke. Danke. Dank nicht mir? Dank deinem... Glücksstern, ich weiß. Wenn du mich brauchst, lege irgendetwas unter den Busch. Dann weiß ich schon. Ja, und du machst dasselbe. Du wirst mir fehlen, Krähe. Ach, dazu wirst du viel zu beschäftigt sein. Ich war nicht sicher, dass du kommst. Die Krähe hat unsere Vereinbarung gelöst. Also kannst du jetzt mit mir nach Hause kommen? Ja, wenn du mich haben willst. Natürlich. Sollen wir vorher jagen? Oh ja, bitte. Ich verhungere nämlich. Oh je. Wie sollen wir dich nur da drüber bringen? Keine Sorge. Ich kann ja graben. Das würde ewig dauern. Und der Morgen dämmert schon. Lass mich vorher nachsehen. Keck, komm her! Schnell! Die Menschen stehen schon auf. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Komm schnell rein. Schnell! Beeil dich! Da rein! In Ordnung? Ja. Danke. Es ist wunderschön und warm hier drin. Ach, ist das ein Leben.
Du musst sehr müde sein. Aber glücklich. Das Leben kann sehr schwer sein. Besonders für einen alten Fuchs wie dich. Alt? Ich? Tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Du glaubst wirklich, ich bin alt? Ich bin noch ein ganz junger Hüpfer. Es tut mir leid, ich dachte... Du siehst... Du musst viel durchgemacht haben. Ich... komme von weit her. Von wo? Einem Naturschutzpark. Er heißt Weißhirschpark. Es tut mir leid. Ich hätte mich nicht so abwenden sollen. Und ich war egoistisch. Du musstest ja böse werden wegen deinem Vater. Welche Hoffnung gibt es für uns? Es muss eine geben. Mein Vater hat dich zu uns eingeladen. Was? Ja, wenn du kommen möchtest. Also du bist der berühmte Sohn von Narbengesicht. Ich bin nicht so berühmt wie Sie. Komplimente helfen dir hier nichts. Entschuldigung, war nicht meine Absicht. Dein eigener Vater ist ebenso berühmt. Narbengesicht. Ich nehme an, du verehrst deinen Vater. Ja, das tue ich. Was wäre, wenn dein Vater Anmut angreifen würde? Auf welcher Seite würdest du dann kämpfen? Das ist nicht fair. Das ist sehr hart, Fuchs. Damit muss er sich auseinandersetzen. Ja, ich habe darüber oft nachgedacht. Wenn es zu einem großen Kampf kommen würde zwischen Ihrer Familie und meiner, würde ich nicht gegen Sie kämpfen. Aber ich würde auch nicht für Sie kämpfen. Tja, wenigstens ist er ehrlich. Ich glaube, damit müssen wir uns zufrieden geben. Oh, danke, Vater. Ich habe euch noch nicht meinen Segen gegeben. Vielen Dank. Ich halte meinen Teil des Geschäfts ein. Darauf können Sie sich verlassen. So weit könnte es kommen. Geschäft? Welches Geschäft? Ich habe kein Geschäft mit ihm gemacht. Andere vertrauen darauf, dass ich das Richtige mache. Oh nein. Der berühmte Fuchs aus dem Talerwald. Aber dein Vater ist ein Held. Glaub nicht, was man sich erzählt. Es ist mir eine Ehre, dich zu kennen, Keck.